Wie man hier schon sieht, ist Cisco wieder super nervös, trabt da halb auf der Stelle rum. Deshalb habe ich versucht, im gleichen Sitz ein bisschen Tempo rauszubekommen und ihn ein bisschen zu entspannen zum ersten Sprung, damit wir auch ein gutes Grundtempo haben am Anfang. Der erste Sprung passt auch ganz gut. Dann musste ich ordentlich zu reiten, denn Cisco hat so gezögert, weil er fast vor Schönheit gestorben ist und er nach oben in die Luft gesprungen ist, anstatt ein bisschen in die Weite. Und ich habe ihn überhaupt nicht gut zu den Sprüngen hinbekommen. Das ist über den ganzen Parcours hinweg so. Dann geht es hier weiter, den haben wir ganz gut getroffen. Da wurde er ein bisschen zickig, aber ich konnte weiter reiten. Das passte auch ganz gut. Jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich versucht, ein bisschen zu schnibbeln und eine enge Wendung zu reiten. Die sieht jetzt gar nicht so eng aus, wie sie war. Und damit habe ich ihn etwas erschrocken vor dem Sprung, sodass er richtig gezögert hat und ich nochmal zu reiten musste. Und dadurch ist dann die Stange gefallen an dem Sprung. Jetzt ging es nochmal in eine Dreifache, die wir aber ganz gut beenden konnten. Ich muss sagen, es sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, wie mein Gefühl war, denn er ließ sich überhaupt nicht gut durchreiten und ich habe nur gekämpft, das ganze erste Stück. Am Ende wurde es eindeutig besser, aber es war einfach nicht unser Tag.